Ab wann kann ich eigentlich von einer toxischen Beziehung sprechen? Das fragen sich sehr viele Menschen. Woran erkenne ich überhaupt, dass mein Partner oder meine Partnerin toxisch ist? Welche Merkmale gibt es da? Und vor allem, was macht das in Wirklichkeit mit unserem Körper und mit unserer Psyche und vor allem auch mit unserem Schmerzkörper? Das und vieles mehr wird Inhalt des heutigen Videos sein. Mein Name ist Beth Anthony, ich bin Hypnosetherapeutin seit vielen Jahren und begleite Menschen dabei, ein glückliches, zufriedenes, selbstbestimmtes, gesundes, aber vor allem ein suchtfreies Leben zu führen. Wie gewohnt in meinen Videos am Anfang ganz kurz ein Inhaltsverzeichnis, was möchte ich alles besprechen, was kommt alles auf dich zu. Einerseits möchte ich die Rahmenbedingungen von Beziehungen besprechen, weil gerade an den Rahmenbedingungen oder beziehungsweise an den Erheben, also ich stelle mein Eigenwohl über das Wohl der anderen, ist immer ein Indiz dafür, woran man recht gut erkennen kann, ob ich in Wirklichkeit in einer ungesunden, giftigen oder toxischen Beziehung lebe. Dann möchte ich aber auch Bestrafungsformen erwähnen, wie zum Beispiel ganz kurz das Silent Treatment, weil das ist immer ein Indiz, dass etwas nicht stimmt. Warum bestraft man sich gegenseitig in einer Beziehung? Das ist immer eigenartig und sollte einen eigentlich aufhorchen lassen, dass das nicht in Ordnung ist. Ist und überhaupt nichts zu suchen hat in einer Beziehung. Ich möchte ganz kurz Lovebombing und die Sexualität ansprechen, vor allem dann die Sexualität mit dem Schmerzkörper kombinieren, weil Lovebombing und eben Sexualität sind eigentlich die Manipulationstechniken, schlechthin sagen wir jetzt mal so, die eigentlich nur dafür sorgen, dass wir Sucht entwickeln und das entwickeln wir auch nachweislich in unserem Körper. Das Letzte wird dann eben sein Trennung und Isolation. Man weiß, dass man durchschnittlich 7 bis 10 Anläufe braucht im Durchschnitt, um sich von einem toxischen Partner trennen zu können. Warum das so ist, werde ich dann besprechen. Und unter anderem auch die Isolation, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, weil da entsteht wirklich riesengroßes Leid, wenn sich Menschen in der absoluten Isolation befinden und dann mittlerweile auch schon die Psyche dementsprechend zerstört wurde auf negative Art und Weise. Und dann möchte ich nochmal am Ende auf den Schmerzkörper zum ersten Mal heute eingehen und das wird Inhalt dieses Videos sein. Ich habe anfänglich eine relativ gute Frage vorbereitet für alle, die eben sozusagen motivieren sollte, sich mal diese Frage zu stellen, weil anhand dieser Frage, wenn ich wirklich ehrlich zu mir selbst bin, erkenne ich eigentlich schon sehr gut, ob mir meine Beziehung nur noch schadet oder gut tut. Und die erste Frage, die man sich stellen sollte, um irgendwie einen Überblick zu bekommen, wenn ich auf die Beziehung schaue, ja, was hat diese Beziehung mit mir, mit meinem Körper und mit meiner Psyche gemacht? Inwieweit habe ich mich verändert? Zum Beispiel, wie war ich am Anfang der Beziehung drauf oder vor dieser Beziehung? Wie ist es mir da gegangen? Und wie geht es mir jetzt mittlerweile? Und wenn man da bemerkt, dass zum Beispiel der Körper extrem unter dieser Beziehung zu leiden hat oder ich eben durch seine Fragekonstellation oder durch seine Frage eben erkenne, hoppla, mein Körper hat sich ja extrem verändert, ich stehe permanent unter Stress, ich leide unter Angst, unter Panikattacken, unter Schlafstörungen, unter extremen Gedankenkreisen, dann kann ich schon das unter anderem auf die Beziehung zurückführen und merke, dass sie mir im Grunde nur noch schadet. Dann ist ein wichtiger Punkt, den man sich immer fragen sollte, inwieweit nährt mich diese Beziehung? Den meisten Menschen ist gar nicht klar, dass uns Beziehung eigentlich nähren sollte. Also wir sollten uns in Beziehungen immer entwickeln können. Und der nächste wichtige Punkt ist, fühle ich mich in dieser Beziehung sicher? Beziehung muss immer ein sicherer Pol für uns sein. Das darf kein
Raum sein, wo ich mich unsicher fühle, oder das darf kein Raum sein, wo viel Stress entsteht, wo ich Angst habe, wo ich vorsichtig bin, was ich sage oder wie ich mich benehme. Ab dem Moment, wo ich schon in diese Richtung gehe, dass ich mir überlegen muss, was ich sage, also dass ich sozusagen meine Worte auf eine Waagschale lege, weil dann könnte bei meinem Vis-à-vis eine negative Reaktion entstehen, stimmt etwas nicht. Und der dritte Punkt, was die Fragestellung anbelangt, sollten wir uns immer fragen, was sagt meine Intuition? Und der allerletzte Punkt ist, was sagt mir mein Herz, solange es eben noch etwas uns mitteilt. Und wenn wir gerade auf unser Herz achten, hören oder spüren, merken wir sehr wohl, ob uns die Beziehung schadet oder nicht. Deswegen möchte ich gleich auf den ersten Punkt zu sprechen kommen, nämlich auf das Thema Egoismus in Beziehungen, Eigenwohl über das Wohl meines Partners zu stellen, beziehungsweise auch meiner ganzen Familie, weil wir ab dem Moment, wo Kinder mit dabei sind im Spiel, leiden ja nicht nur die Partner, sagen wir jetzt mal die Opfer, sondern natürlich auch die Kinder. Und der nächste Punkt eben bei dem ersten Thema ist, in welchen Rahmenbedingungen bewege ich mich und wer gibt eigentlich die Rahmenbedingungen in der Beziehung vor, in denen ich mich zu bewegen habe? Weil da fängt es nämlich schon an. Und da habe ich als Beispiel einen Klassiker hergenommen, mit dem ich sehr oft konfrontiert werde mit meinen Klientinnen. Und an dieser Stelle, das ist jetzt nicht gegen Männer, aber es sind doch noch zu 80% eben Frauen von dieser Situation betroffen. Da meine ich zum Beispiel, man lernt jemanden kennen, nach einiger Zeit entscheidet man sich zu heiraten oder nicht, wie man das handhaben möchte, und man bekommt dann Kinder. Ja, irgendwie kristallisiert sich das dann heraus, dass ich dann eben als Frau meine Kinder, unsere Kinder betreue und mich auch zu 100% um die Organisation von Kindern, Familie, Haushalt und was alles so dazugehört, mich auch zu 100% kümmere. Und dass vor allem ich dadurch merke, dass ich selbst und vor allem meine Bedürfnisse immer mehr zu leiden haben oder ich gar keine Möglichkeit habe mehr, eben durch die Rahmenbedingungen, die vorgegeben wurden, auf meine Bedürfnisse achten zu können oder beziehungsweise auf sie eingehen zu können. Und das ist ein wesentlicher Punkt, weil dann entsteht immer wieder diese Situation, dass Frauen bemerken, naja, ich habe mich da jetzt irgendwie in eine Sackgasse begeben. Ich habe noch die Möglichkeit oder den Glauben an mich, dass ich mich langsam aus dieser Sackgasse heraus bewegen kann, trete an meinen Partner heran und sage, du, mittlerweile leide ich schon ein bisschen an dieser Konstellation. Du arbeitest auf Teufel komm raus, bist immer mehr irgendwie da draußen, immer weniger in der Familie. Und ich liebe meine Kinder, aber ich möchte jetzt auch 1-2 Abende in der Woche, weiß ich nicht, Yogakurs machen oder auch mit meinen Freundinnen oder mit irgendjemandem anderen die Sau rauslassen. Und ich möchte jetzt, dass sich da ein bisschen was verändert. Und Rahmenbedingungen werden immer ignoriert oder will man immer so aufrechterhalten, wenn eben der Partner sozusagen das Eigenwohl über das Wohl des anderen stellt, indem der Partner oder die Partnerin in keinster Art und Weise auf die Forderungen bzw. Vorstellungen eingeht, sondern anstatt dessen mit Sätzen reagiert, wie zum Beispiel: Ich verstehe nicht, was du hast. Du musst nicht arbeiten gehen. Du hast ausreichend Geld. Du warst doch damals unglücklich mit deiner Tätigkeit. Schau, wir leben in so einem wunderschönen Haus. Ich weiß nicht, warum du immer nur herummeckert. Warum musst du immer unglücklich sein? Warum kannst du denn nicht zufrieden sein? Das sind recht gute und schöne Sätze, aber diese Sätze bedeuten eigentlich nichts anderes, als dass mein Partner und meine Partnerin in keinster Art und Weise auf meine Forderungen beziehungsweise auf meine Vorstellung oder auf meine Bedürfnisse bereit ist einzugehen, weil wie anfänglich besprochen, welche Frage sollten wir uns immer stellen? Nährt mich auch diese Beziehung oder habe ich in der Beziehung die Möglichkeit, mich selbst auch zu entwickeln? Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn dann auch noch so Aussagen kommen wie: Ich weiß nicht, immer wenn ich nach Hause komme, dann bist du immer unzufrieden mit mir, alle anderen da draußen finden mich toll.
Da sagt jetzt in dem Fall der Mann, alle in der Arbeit lieben mich, auch meine Freunde lieben mich, nur du bist immer diejenige, die unzufrieden ist. Ja? Und das ist in keinster Art und Weise ein faires Verhalten. Und wenn man eben da nicht eigene Strategien entwickeln kann aus sich heraus, wie man sich dann trotzdem heraus manövrieren kann aus so einer negativen, dauerhaften Konstellation, dann begibt man sich leider schon auf die Ebene zu kapitulieren, sondern man fängt dann an zu resignieren und immer mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu verzichten. Und wir sind Menschen, die sich entwickeln sollen. Das ist einfach, unser Leben ist so aufgebaut. Und auch Frauen, wenn sie Kinder haben, haben vollkommen zu 100% das Recht dazu, auch wenn gerade so die Konstellation ist, sich zu entwickeln. Jetzt ganz abschließend noch zu diesem Punkt ist wichtig zu erwähnen, das Problem ist dieses, dass dann natürlich die besagten Opfer, oder wollen wir es nicht Opfer nennen, sondern Frauen oder natürlich auch Männer, weil zu 20% sind Männer auch in dieser Situation, dann natürlich an ihre Umwelt herantreten, sprich an Freundinnen, die vielleicht in derselben Situation sind, oder an ihre Eltern. Und siehe da, die sagen so ähnliche Dinge wie der Partner. Ich weiß nicht, aber überleg doch, du hast es doch so schön und du wohnst da im Grünen und dir geht's doch gut und dir fehlt dann nichts, was hast du, Kind? Und da sollte man sich nicht orientieren, weil erstens mal andere können nie beurteilen, wie es dir ihnen geht. Andere sehen das nicht. Und natürlich, Eltern sind auch natürlich interessiert, dass den Enkelkindern gut geht und der Frau gut geht, der Tochter gut geht. Aber ja, wenn du, lass dich da nicht abbringen, sei vehement und sag, nein, das passt nicht mehr für mich. Und wenn der Partner oder die Partnerin in keinster Art und Weise darauf eingeht, ist das immer ein Anzeichen, wo man abwägen sollte, wie man drauf reagiert. Also ich würde da sehr hartnäckig reagieren und vor vollendeten Tatsachen stellen, indem ich dann eben dem Partner sage, so, jetzt bleibst du mal daheim, Montag und Mittwoch. Du kannst meinetwegen Donnerstag und Sonntag irgendeinen Hobbys nachgehen. Ich habe jetzt auch ein Recht dazu. Und ein Anzeichen dafür, dass in Wirklichkeit schon etwas in komische Bahnen läuft oder den Weg in komische Bahnen vorgibt, ist, wenn du dann einmal dein Zuhause verlässt und die Kinderchen betreut irgendwo im Häuschen zurücklässt und du stehst schon unter Stress, wenn du dann deinem Hobby nachgehst und immer schon auf die Uhr schaust bei deinen Freundinnen und sagst, na, ich möchte jetzt nach Hause und du kannst das dann gar nicht genießen, dann ist das schon in eine eigene Richtung mittlerweile oder beziehungsweise hat sich schon in einer eigenen Richtung entwickelt und das ist die Frage. Weil erinnere dich doch zurück, früher hast du auch nicht permanent auf die Uhr geschaut, sondern konntest du dich auch noch fallen lassen oder die Momente genießen, in denen du dich befunden hast. Und inwieweit oder wodurch du da plötzlich dann eben diesen Stress bekommst oder ein schlechtes Gewissen, das ist dann die Frage, wer in Wirklichkeit dafür zuständig ist. Und dann passieren auch interessante Sachen, dass dann die Partnerin oder der Partner anruft und dann fragt, ja, wann kommst denn du oder wo ist denn das Kartoffelpüree oder wo mache ich jetzt wie das Essen für die Kinder. Lass dich da nicht irritieren und geh nicht drauf ein, sondern zieh das hartnäckig durch. Der nächste Punkt, und da habe ich mir eben Silent Treatment ausgesucht, weil das eben eine bekannte Art und Weise ist, wie Partner reagieren, wenn sie zum Beispiel sich plötzlich in ihren Selbstwert angegriffen fühlen und dann zu solchen Bestrafungsmethoden, und das ist eine Bestrafungsmethode, an sich eine sehr regressive dann eigentlich in dem Moment, also keine progressive, keine erwachsene. Wenn Partner das oder Partnerinnen anwenden, dann ist das eigenartig. Das hat nichts in einer Beziehung zu suchen. Also dass ein Partner entscheidet nach einem Disput, die Partnerin oder den Partner zu bestrafen, indem man 1-2 Tage nicht spricht oder sich plötzlich aus einer Unterhaltung entzieht und irgendwo in einen Raum geht und sagt, ich mag mit dir nichts zu tun haben.
und das immer wieder anwendet. An dieser Stelle möchte ich schon erwähnen, es ist schon so, dass man irgendwann einmal wutentbrannt ist, vor allem wenn man sich noch nicht lange kennt und da sich noch irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes zusammenstreiten muss. Also man kann schon noch mal heftig reagieren und einmal beleidigt sein. Aber es sollte schon so sein, dass man sich wenigstens nach 2-3 Stunden einkriegt. Und vor allem sollte das so sein, dass wenn der Partner oder die Partnerin eben sozusagen auf den Bestrafer reagiert und sagt, du, das ist irgendwas, was mir wirklich erzunangenehm ist, ich möchte mit diesem Verhalten nicht mehr konfrontiert sein, dass der andere dann einsichtig ist und sagt, ja, du, entschuldigen, das ist ja wirklich ein bisschen lächerlich, was ich da mache oder was ich da an den Tag lege, ich werde das nicht mehr machen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Also eine Partnerschaft, eben da möchte ich darauf zurückkommen, auf die Frage, fühle ich mich sicher, ja, in meiner Partnerschaft? Ab dem Moment, wo Menschen den eigenen Partner oder die Partnerin beginnen, mit solchen Methoden zu bestrafen, ist das sonderbar. Und vor allem, wenn das vis-à-vis sich verunsichern lässt durch solche Taktiken oder Methoden, die die meisten Täter in Wirklichkeit selber zu Hause kennengelernt haben und sich dann sehr oft auch nicht wissen, anders zu wehren, dass das natürlich das Opfer ab diesen Silent Treatment natürlich körperlich verändert. Weil Silent Treatment erzeugt Angst und ist eine Manipulation. Auf Deutsch gesagt, wenn du nicht so funktionierst, wie ich möchte, habe ich da ein Werkzeug, das wende ich an. Daran merkst du überhaupt schon, dass du unartig warst und etwas gemacht hast, was mir im wahrsten Sinne des Wortes widerstrebt. Aber es verändert auch die Psyche, weil das ist das Erste, wo wir Angst bekommen und plötzlich beginnen aufzupassen, was wir sagen und wie wir reagieren. Und das ist nicht in Ordnung. Das darf niemand machen. Also durch Silent Treatment können wir schon so sehr unter Stress gesetzt werden, dass wir Schlafstörungen bekommen, Ängste bekommen, infolge Panikattacken bekommen und sich unsere Psyche verändert und vor allem wir durch komische oder mittlerweile uns in komischen Rahmenbedingungen befinden. Also die Rahmenbedingungen werden dann immer eigenartiger, ja? Und da muss man aufpassen und einfach reagieren. Und wenn der Partner oder die Partnerin da in keinster Art und Weise Verständnis zeigt, dass das nicht in Ordnung ist, gehen. Ja? Weil es muss einem klar sein, dass wenn Partner sowas anwenden, dass da etwas nicht stimmt. Ja, und wenn da keine Einsicht ist, ja, nährt mich dann noch die Partnerin oder der Partner? Ist das ein sicherer Ort? Und wie verändert sich mittlerweile meine Psyche? Und das ist ein schleichender Prozess. Und jetzt auf die nächsten beiden Punkte, die ich eingehen möchte, ist eben dieses Love-Bombing, der Love-Bomber oder die Love-Bomber und vor allem auch Sexualität. Warum? Weil damit fängt nämlich schon in den meisten Fällen eben eine toxische Beziehung an. Und dieses Lovebombing oder dieses Future-Basing, was in Wirklichkeit ja eine Taktik ist, die ja der Lovebomber beinhaltet, ist die Dramaturgie, dass wir beginnen eben Hormone, Glückshormone auszuschütten, die uns im Grunde süchtig werden lassen und das ist die Methode, die uns dann daran hindert, am Ende gehen zu können und die uns dann, auch wenn es schlimm weitergeht, in die Isolation treiben kann, weil dieses Future-Basing ist nichts anderes, außer was der Love-Bomber anwendet, sozusagen mit Bildern, Zukunftsperspektiven zu geben. Also das ist eine NLP-Technik, die dazu dient, jemanden bildhaft positive Zukunft zu gestalten. Dieses Future-Basing ist nachweislich eine Manipulation, die bereits Dopamin erzeugt. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich lerne jemanden kennen
Und der fängt dann relativ, oder sie fängt relativ bald an, ja, du bist mein Seelenverwandter, du bist eine ganz besondere Frau, du bist die Hübscheste, die Intelligenteste, die Tollste, die Aufregendste und was weiß ich was noch alles, ja, was man dann noch alles so sein kann für einen Lovebomber. Und aber womit das dann, also einerseits das, ja, aber was in Wirklichkeit Dopamin auslöst und was in Wirklichkeit dieses Future-Basing ist, dass er oder sie mit dir zusammen Geschichten kreiert, die aber der Love-Bomber vorgibt, also ich möchte dich auf Händen tragen, ich möchte dir ein Schloss, also es ist jetzt überspitzt, ein Schloss bauen, ich möchte mit dir die ganze Welt bereisen, ich möchte mit dir 10 Kinder bekommen, ich werde dir immer treu sein, ich werde auf dem weißen Reitpferd, auf dem weißen Pferd reiten, das war jetzt der Freudscher, und also er oder sie, und das ist manipulatives Vorgehen, das ist krank, auf das werde ich noch eingehen, also Menschen, die sowas anwenden, sind krank, das ist gegen die Ethik, das ist gegen die menschliche Natur, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen, ich empfinde das als krank, wenn man das vor allem immer wieder macht, weil das hat ja eine eigene Dynamik beim Täter, das kann ich dann vielleicht noch kurz erwähnen, weil viele kommen nur durch Zufall drauf und werden dann richtig ganz gamprig. Huh, ich kann mich auf einmal drüber stellen, ich kann andere Menschen manipulieren, das macht dann eben süchtig. Da entstehen dann leider extreme Auswüchse in manchen Menschen in unserer Gesellschaft, wenn sie die Manipulation immer steigern. Aber in Wirklichkeit fängt er oder sie dich dabei, indem sie bildhafte, positive Erzählungen dir schildern. Und das Interessante ist bei diesem Lovebombing und das Interessante ist bei diesem Future-Basing, dass du dich gar nicht verliebst in den Menschen, sondern in diese Bilder. Also man könnte diese Menschen ersetzen. Das kann dann, kannst du irgendjemanden anderen hinsetzen, der das auch so gut macht, weil die meisten verlieben sich in die Bilder. Jetzt ist es oft so, das passiert sehr oft in meiner Praxis, dass Klientinnen mir erzählen, dass sie eigentlich in einer langjährigen Beziehung waren, ja, und dann halt, ja, irgendwann einmal ist die Beziehung eingeschlafen, dann sind sie da ausgetreten und auf einmal haben sie irgendeinen toxischen Menschen kennengelernt. Und der hat dann eben, oder sie hat dann eben mit diesem Future-Basing, Love-Bombing begonnen. Und in der Vergangenheit war das aber so, dass das Leben halt so ein bisschen grau war, nicht so abenteuerlich, alles ist ein bisschen fad gewesen, Perspektiven hat es auch keine gegeben. Und der holt oder sie holt einem natürlich durch solche Fantastereien zu Adam und Eva und ins gelobte Land, also nicht ins gelobte Land, sondern ins Paradies. Ne? Wer will von uns nicht im Paradies leben? Jeder will paradiesisch leben. Und wenn die natürlich uns solche Perspektiven bieten, schütten wir ganz viel Dopamin dabei aus. Und das ist die Taktik. Das ist einfach eine Manipulationstechnik. Und die Manipulationstechnik setzt gezielt darauf an, dass etwas sich in deinem Gehirn tut, nämlich mit deinen Dopamin. Ja, mit deinen Glückshormonen. Und die Tragödie ist dabei, dass wenn unser Gehirn zum ersten Mal Dopamin erzeugt, eben durch eine Außeneinwirkung, Beispiel Alkohol, funktioniert auf derselben Ebene, dann sagt er nicht das Gehirn, na eigentlich ist das schädlich für uns. Ja? Sondern das Gehirn sagt einfach ganz simpel, ich will mehr. Ja, dann brauche ich mich nicht anstrengen, weil du bist ja eh nicht freudig, du lachst nicht viel, du hupfst nicht mehr viel in der Gegend herum, Bewegung machst auch zu wenig, aber wir brauchen Dopamin, weil sonst wären wir depressiv. Und dann sagt das Gehirn, okay, da offensichtlich produzierst du Dopamin, so wie beim Alkohol, also da möchte ich kurz ein Beispiel bringen, dass man sich das vorstellen kann, wie das vonstatten geht. Derjenige Mensch, der einen Hang zum Alkohol aufbaut, kann deswegen so schlecht davon loskommen, weil er überall irgendwelche Netze aufgebaut hat. Das bedeutet, ein Mensch gewöhnt sich an, jeden Tag oder dreimal die Woche, reicht auch schon, oder zweimal die Woche, eben am Weg von der Arbeit nach Hause irgendwo stehen zu bleiben, bei der Tankstelle und sich ein Sixpack Bier zu kaufen. Und das Gehirn prägt sich ganz genau ein, aha, immer wenn der den Weg da macht, dann kommt die Belohnung, nämlich das Sixpack Bier. Und schon am Weg dahin schütten wir Dopamin aus, obwohl wir noch gar kein Bier oder Wein oder was auch immer
konsumiert haben. Ja? Und dieses Gehirn merkt sich diese Verknüpfungen, wo eben die Aussicht besteht, Dopamin zu erzeugen. Und das hat dein Gehirn auch bei diesem Future Basing gelernt. A, es gibt da einen Menschen, also dieser Mensch wird verknüpft mit dem Future Basing. Und wenn dieser Mensch eben dieses Future Basing macht, aha, das ist die Kombination, also dieser Mensch schüttet Dopamin aus. Also das Gehirn kombiniert die Bilder mit der Person. Ja? Deswegen schauen wir so gerne fern. Ne? Unser Gehirn hat bemerkt, ah, wenn ich das Ding einschalte, dann kann ich entspannen. Ja? Also hat das Gehirn gesagt, ja, schalt doch ein. Deswegen kommen wir so schwer los vom Fernsehen. Ja? Also das Gehirn kombiniert alles mit unserer Tätigkeit. Deswegen ist es ja so schwer, unser Leben zu verändern. Vor allem, wenn wir im fortgeschrittenen Alter uns mittlerweile befinden. Und das muss einem klar sein. Wir werden süchtig danach, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist noch ein zweiter Faktor, der Serotonin ausschüttet, das ist die Sexualität, weil siehe da, der toxische Partner oder die toxische Partnerin sind womöglich die allerersten Personen, wenn man mit denen eben Sexualität praktiziert, fühle ich mich auch besonders toll, weil gerade diese Menschen wissen offensichtlich, was du bisher noch nicht hattest und sie bringen dich in sexuelle Situationen, wo du dich endlich wohlfühlst. Also zum Beispiel, ich hatte meinen ersten Orgasmus oder ich hatte sogar vielleicht den ersten vaginalen Orgasmus oder was auch immer. Und währenddessen, während diesem Wohlfühlen dieser Sexualität mit dieser gewissen Partner oder Partnerin, ist auch Serotonin ganz viel im Spiel und das merken wir uns auch. Und das Problem ist nur, und da möchte ich jetzt zum ersten Mal ganz kurz schon den Schmerzkörper ansprechen, auf den ich dann noch nachher eingehe. Also ganz kurz anfänglich, wir haben einen Schmerzkörper, der ganz tief in unserem Unterbewusstsein verankert ist. Und dieser Schmerzkörper ist der Speicherplatz für jegliches Leid aus unserem Leben. Also jedes Leid, jeden Schmerz, jede negative Emotion, die ich einmal hatte, ist in diesem sogenannten Schmerzkörper gespeichert. Und dieser Schmerzkörper ist tief verankert mit dem Unterbewusstsein und hat leider die negative Angewohnheit, immer gefüttert werden zu wollen. Aber das Problem ist, dass wenn wir unseren Schmerzkörper füttern, dass wir dadurch leider in alte Gedankensmuster oder in alte Glaubenssätze oder in alte automatisierte Handlungen wieder hineinkommen. Also wir reagieren nicht mehr durch uns selbst heraus, sondern wir reagieren eben auf Knopfdruck ab dem Moment, wo dieser Schmerzkörper getriggert wurden, automatisiert, aber so, wie wir früher reagiert haben. Also wir empfinden dann wieder Trauer, Scham, alles Mögliche. Ja? Und eben wenn dieser Schmerzkörper eben getriggert wird, was eben die toxische Persönlichkeit dann eben sehr gerne macht in Folge nach dieser Lovebombing-Phase, dann kommen wir immer wieder in unser altes Leid hinein und dieses alte Leid, was aktiviert wurde, erzeugt auch sozusagen einen Automatismus in unserem Gehirn, aber dieser Automatismus wurde damals anfänglich beim ersten Leid eben, ist damals eben zum ersten Mal entstanden. Also wir sind nicht mehr möglich, wir selbst zu sein. Bewusst die schädigende Dynamik in unserer Beziehung zu bemerken, weil der Partner einen immer ins Trauma wieder zurückbringt. Und das verursacht der Schmerzkörper. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Sexualität. Weil in den meisten Fällen schaut es dann ja so aus, dass die Sexualität sich verändert. Und sie verändert sich teilweise so, dass sie einerseits wie als eine Belohnung eingesetzt wird oder als Bestrafung. Also der toxische Partner oder die Partnerin bestraft dich mit Nicht-Sexualität. Das ist so ähnlich wie Silent Treatment. Oder du wirst belohnt
Oder du wirst bestraft, indem dir während der Sexualität wird, also während der Sexualität suggeriert wird, du warst heute ein böses Mädchen oder ein böser Junge, jetzt bekommst du es mal. Und das ist dann so auf spielerische sexuelle Art und Weise, wo sich viele Frauen oder Männer in Dinge hineinbegeben, die in keinster Art und Weise ihnen mehr gut tut, oder sie lassen sich zu Dingen treiben oder drängen, wo sie im Nachhinein sich im wahrsten Sinne des Wortes erschüttert sind, weil sie das nicht wollten. Also der toxische Partner oder die Partnerin versucht auch die Sexualität als Instrument zu nehmen, einerseits, dass du auch Glückshormone eben erzeugst. Deswegen sagen ja so viele, ja, aber der Sex, der war so super, den habe ich nie wieder in meinem ganzen Leben gehabt. Ja, weil du erstens einmal sehr viel Serotonin dabei ausgeschüttet hast. Aber zweitens einmal ist es aber auch so, dass uns bewusst sein muss, dass Sexualität ganz eng mit unserem Schmerzkörper verbunden ist. Und das kann einerseits eine gute Sache sein, indem wir erfüllende Sexualität haben, indem wir richtige Sexualität haben, weil Sexualität erzeugt ganz viel Energie und Schwingung. Und da gibt es eine positive Schwingung bei einer Sexualität, die man als Paar zusammen erzeugen kann, aber wiederum eine sehr negative. Und diese negative Sexualität, die man erzeugen kann, beziehungsweise die Schwingung, ist dann teilweise auch kollektiv, was dann halt wieder zur Erniedrigung führt, eben zu dem Resultat, dass Frau oder Mann eben etwas durchlebt dort auf dieser Ebene, was in Wirklichkeit höchstgradig schädigend ist und uns auch dort wieder ins Trauma zurückbringt, nämlich sprich in diesen Schmerzkörper. Zwei Punkte möchte ich noch erwähnen. Der erste ist nur ein Satz, bevor ich eben zu der Gefühlskälte komme. Toxische Partner oder Partnerinnen, ja, oder Narzissten und Narzisstinnen. Man muss sich das klar vor Auge führen. Die wollen einem mit gewissen Techniken so schnell wie möglich von einem abhängig machen. Die wollen Zufuhr. Denen geht es um die Zufuhr. Das benötigen sie. Das Zweite, was sie noch benötigen, also das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das kann einem sehr wohl helfen. Und ich weiß, wenn man eben abhängig ist von etwas, dann redet man sich das gerne schön. Aber warum und kann das wirklich sein und kann man die nicht oder die nicht therapieren? Ja, das muss dann die oder derjenige von selbst aus eigenen Schritten heraus machen. Aber man muss sich klar sein, dass sie einen gezielt abhängig machen wollen. Und das darf niemand. Das ist keine sichere Partnerschaft. Da entsteht keine Nahrung, Nähren, also nähern, ich wäre nicht genährt in dieser Partnerschaft. Ich kann mich nicht entwickeln, das ist ja kein sicherer Boden. Ja? Und mir muss auch bewusst sein, dass man wenn man auch Kinder hat, dass die Kinder, die kriegen das erstens mal mit, wir leben ihnen Beziehung vor, ja? So entsteht dann ja der Kreislauf, die transgenerationale Weitergabe und außerdem sind die auch betroffen von den Launen, von dieser Stimmung. Und deswegen möchte ich auch noch kurz, bevor ich zur Gefühlskälte komme, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass sich toxische Menschen gern von negativer Energie nähren. Und das findet man vielleicht im ersten Moment komisch. Ja, weil sie in diesem Schmerzkörper meines Erachtens nach drinnen bleiben wollen. Und wie kann man sich das vorstellen, wovon ich jetzt sprechen möchte? Also du hast gerade irgendwie einen lustigen Tag oder du fühlst dich gerade sehr ausgelassen, bist heiter, bist fröhlich und dein Vis-à-vis versucht immer wieder, dich auf ganz schnelle Art und Weise wieder von dieser Gefühlsebene, also eben von dem Hochschwingenden in ein niedrig schwingendes Feeling hineinzubringen. Ja, und das machen sie nämlich auch sehr gern. Also sie schauen, dass die Familie, dass die Kinder und dass der Partner und die Partnerin ja nicht raufkommen können. Na, klarerweise, jeder, der raufkommt, ja, der hat doch viel mehr Möglichkeit, zum Bewusstsein zu kommen, als wenn er noch ganz niedrig schwingt, weil dann bei Niedrigschwingungen weiß man, da entwickelt man Angst, Neid, da entsteht Leid und alles Mögliche.
alles, was hochschwingt, schaut die Welt viel rosiger aus. Und die versuchen immer wieder, ab dem Moment, wo du nur ein bisschen mal raufkommst, ab dem Moment, wo du ein bisschen mal heiter bist, zack, kriegst du die verbale Watschen, Ohrfeige und du wirst sofort down gemacht, ja? Weil sie selber auf einer sehr downen, niedrigen Schwingung sich befinden und sie wollen eigentlich sozusagen deinen Schmerzkörper wieder reproduzieren oder aktivieren oder triggern. Und das interessante Weise oder das Interessante daran, was sich mittlerweile schon auftut, sie wollen diesen Schmerzkörper, dieses Leid, welches sie antun, sehen können, als würden sie selbst etwas erzeugen, wo sie selbst als Kind waren, in diesem Schmerzkörper, in diesen Emotionen, und sie ergötzen sich daran, eben das jetzt zu sehen, aber am Vis-à-vis. Ja, also das Ergötzen, ich möchte niemandem etwas unterstellen. Jeder Mensch ist gleich. Opfer und Täter kommen meistens aus derselben negativen, traumatischen Konstellation aus der Kindheit. Aber nichtsdestotrotz gilt die Regel, man tut niemandem etwas Böses an und man manipuliert niemanden. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Das sollte man und man darf das nach meiner Einstellung nicht tun. Und ab dem Moment, wo Schädigung entsteht bei anderen Menschen, die durch Manipulationstechniken oder bewussten Agieren entstanden sind, ist nicht tolerierbar und nicht vertretbar. Und da musst du aufpassen, weil wenn eben diese Emotionen bewusst reguliert werden, dass du von hoch ins Tiefe kommst, also auf Deutsch gesagt immer down gemacht wirst, dann hast du keine Möglichkeit, aus diesem Gefängnis rauszukommen. Weil wir wissen, dass durch eine negative Schwingung sich halt erst überhaupt eine Matrix oder irgendwas erzeugt. Also alles, was positiv hochschwingt, kann rauskommen oder überhaupt zur Bewusstwerdung oder aus der Traumatisierung rauskommen. Alles, was niedrig schwingt, ja, wird eben weitergegeben und bleibt man sozusagen in diesem kleinen gefangenen Bild. Und das will der toxische Partner auch erzeugen. Er will eine Enge erzeugen. Eine Enge, die angstbasierend, bestrafungsbasierend entsteht, wo du in Wirklichkeit auf subtile Art und Weise immer mit der Zeit mehr da reinkommst und du keine Möglichkeit siehst, mehr da rauszukommen. Und das ist in Wirklichkeit die Strategie. Inwieweit unbewusst oder bewusst das von der anderen Person ausgeht, ist hier die Frage und eine Diskussionsbasis. Auf subtile Art und Weise entsteht auch so Energieraub. Also das ist eigentlich auch der Energieraub. Sie nähern sich davon. Und das ist natürlich auch sehr eigenartig, weil man sollte sich ja nähern können durch Freude. Ja? Durch Liebe, durch Freude, durch Wohlfühlen, durch Sicherheit und durch Nahrung. Und jeder, der sich nährt durch negative Emotionen und Schwingungen, sollte sich vielleicht bald einmal Gedanken machen, warum, weil die Welt kann ja auch schön sein. Sie muss ja nicht nur böse sein und angstbasierend. Das ist ja aber eben, wenn man nur in diesem engen, kleinen Netz sich befindet und die Erde immer kleiner wird, naja, dann ist das halt hier die Frage. Dann wären wir schon beim nächsten Punkt, nämlich Isolation und Trennung. Man weiß, wenn man versucht, sich von einer toxischen, giftigen Beziehung rauszulösen, dass man durchschnittlich 7 bis 10 Anläufe dazu benötigt. Und das ist auch ein Indiz, dass hier etwas nicht stimmt. Weil an dieser Stelle möchte ich schon erwähnen, natürlich kann es sehr schmerzhaft sein für einen Partner oder eine Partnerin, wenn er oder sie erfährt, der andere will sich von einem trennen. Na nun, na. Dass wir da gekränkt sind, wenn wir eben eigentlich uns gar nicht trennen wollen, in den meisten Fällen aus Verlust, Angst oder anderen Ängsten in Wirklichkeit heraus, dass wenn wir uns nicht trennen wollen, dass wir dann einmal
irgendwie komisch reagieren, weinen, schreien, Tür zu hauen, abhauen, drohen und so ist legitim. Ja? Aber wenn eben dann bei einer Trennungsabsicht, wenn sie geäußert wird, Aggression, Drohungen entstehen, na warte, du wirst gar nichts bekommen, oder na warte, das ganze Geld gehört mir, oder na warte, ich werde dafür sorgen, dass du schwer haben wirst nach unserer Trennung, oder warte, ich mache dich öffentlich fertig. Es wird jeder alles erfahren. Also quasi mit Drohungen da gleich jemand herkommt. Bitte am Anfang, wenn man das macht, kann eine Gefühlsregung sein. Ja, das ist ganz normal. Wir sind zu tief gekränkt, was, mein Darling will mich jetzt verlassen, ist ganz logisch. Das ist menschlich und normal. Aber wenn das nicht aufhört, ja, so wehe, 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 wenn ich nur ans Ende sehe. Also wenn mir sowas jemand sagt, dann, ja, und das macht natürlich Angst. Und das ist ja auch wieder die nächste Methode. Das macht mir Angst, weil dann denke ich an meine Kinder, ich denke natürlich auch an mein Solär, an meine Zukunft. Was ist, wenn ich auf der Straße stehe, der mir alles wegnimmt, obwohl eigentlich ich auch 50% dafür verdient habe. Nur er oder sie war so schlau und hat halt überall unterschrieben und du aber nicht. Naja, da macht man sich dann mal ein bisschen um die Existenz Sorgen. Aber eben wer schnell schießt, schießt deswegen nicht gut. Trotzdem eben dranbleiben, weil es ist dann ja wieder nur eine Taktik. Eine andere Taktik, die ich immer wieder erlebe, ab dem Moment, wo jemand Trennung anspricht und eben in Erwägung zieht und sagt, du, sagen wir ehrlich, wir haben uns jetzt auseinandergelebt, da ist die Luft draußen und der andere verändert sich von einer Sekunde auf die andere und macht auf einmal nur noch Dinge, nach denen man sich eigentlich immer gesehnt hat und die immer Diskussionspunkte waren. Und das ist eine Täuschung, weil warum kommt das auf einmal jetzt und vorhin ist es nicht gekommen? Entweder möchte ich, bin ich interessiert an einer funktionierenden Partnerschaft oder nicht. Und wenn ich nicht an einer funktionierenden Partnerschaft interessiert bin, weil ich in Wirklichkeit wieder nur meine Rahmenbedingungen neu konstruieren möchte, naja, dann mache ich das am Ende, wenn der andere droht abzuzischen. Und da würde ich auch immer hellhörig werden. Und vor allem beim ersten Mal kann man sich ja nur denken, gut, meinetwegen, jetzt schaue ich mir das nochmal an, 3 Monate. Nur wenn es dann eh wieder am Berg abgeht und die Rahmenbedingungen werden doch nicht aktiv verändert, dann ist es sehr wichtig, da auch eben zu sagen, na, das bringt ja nichts. Das nächste ist die Isolation. Und dieser Isolationspunkt ist ein wichtiges Thema. Ich finde, das sollte langsam strafbar werden, weil es werden förmlich durch psychische und körperliche Manipulation Menschen in Situationen hinein manövriert, wo wirklich schon viele gar keinen Ausweg mehr wissen. Also, du sprichst eben Trennung an und dann wird nochmal super drauf isoliert. Ja? Und es wird dir auch Angst gemacht auf subtile Art und Weise. Und jeder, der sich in der Isolation befindet, schaut, dass er mit eigener Strategie, mit gewissen Strategiepunkten rauskommt, ja, und das wäre eben sehr wichtig. Also diese Isolation kann sich exzessiv steigern, ab dem Moment, wo eben Trennungswunsch da ist, schwupps, und dann zum Beispiel, hey, wir wollten ja schon immer im Grünen wohnen und auf einmal, ja, das war ja immer mein sehnlichster Wunsch, und dann sitze ich auf einmal in irgendeiner Pampa und habe vielleicht nicht meinen eigenen Führerschein oder traue mich gar nicht mehr so mit dem Auto viele Strecken fahren. Also viele Frauen trauen sich nach langjähriger Beziehung gar nicht mehr viele Kilometer mit dem Auto fahren. Das ist ein Phänomen. Und trauen sich dann gar nicht mehr aus dem Dorf rauszufahren. Und haben dadurch eben auch durch Miesmachen während dem Autofahren, ja, es ist besser, ich fahre ich, oder du kannst ja nicht Auto fahren, oder du bist eine Bedrohung für die Menschheit, wenn du dich auf der Autobahn befindest und lauter solche Sätze. Also viele, die Isolation geht so weit, dass der toxische oder die toxische Partnerin, und hier ist es schon eher eine männliche Dedance,
dass da auch gezielt die Unmündigkeit, also völlige Abhängigkeit und Unmündigkeit entstehen kann. Und das Schlimme ist für die Frauen, sie genieren sich so, weil früher sind sie ganz normal mit dem Auto gefahren, auch in die, was weiß ich, in die Toskana oder nach Kroatien, da viele, viele hundert Kilometer, hatten überhaupt keine Angst vor Bergstraßen oder sonst was. Siehe da, nach 30-jähriger Beziehung trauen sie sich nicht einmal aus dem Ort mehr raus. Und das ist eine gezielte Isolationstaktik meines Erachtens nach, weil auch bitte gleiches Recht für alle, einmal fährt der mit dem Auto, das andere mal die oder sie, entschuldigen. Und das ist ein wesentlicher Punkt, ja. Und eben auch dieses Einreden, na, es ist besser, du gehst gar nicht mehr raus. Es werden dir auch alle Dinge abgenommen, die essentiell sind, wenn du dich trennst. Also du hast keine Ahnung, wo, wie viel Geld irgendwo ist. Du weißt nicht, wer welche Konten hat. Du weißt nicht, wie viele Konten es gibt. Du weißt nicht, was du besitzt, was ihr besitzt. Das ist meines Erachtens nach auch immer fragwürdig, wenn ein Partner oder eine Partnerin dafür sorgt, dass du im Grunde nicht weißt, wo was zu finden ist. Und ja, das ist immer ein bisschen eigenartig. Weil da müssen wir wieder auf die Frage zurück, das ist nicht sicher. Eine Beziehung muss sich zu 100% sicher anfühlen und es darf keiner von den Partnern für Unsicherheit sorgen. Und jeder Partner sollte daran interessiert sein, Sicherheit aufzubauen. Das ist das Fundament für Wohlfühlen. Und jeder, der eben für Unsicherheit sorgt, ja, warum macht der oder die das? Ist ja eigenartig eigentlich, ne? Und jetzt möchte ich auf den letzten Punkt kommen, auf den Schmerzkörper. Wie ich schon bei der Sexualität erwähnt habe, also der Schmerzkörper ist etwas, wo wir alles gespeichert haben, aber natürlich haben wir nicht nur seelischen Schmerz, sondern auch körperlichen Schmerz gespeichert. Und es ist die Frage, inwieweit meine toxische Partnerin oder Partner, und deswegen werden wir auch oft krank durch toxische Partnerschaft, eben unser Körper erkrankt, inwieweit zum Beispiel durch Sexualität nicht immer wieder retraumatisiert wird. Weil zum Beispiel sehr viele Frauen haben auch Traumatisierungen erlebt, eben durch sexuelle Übergriffe, durch Gewalt, natürlich auch Männer hier an dieser Stelle. Und alles, was ein bisschen in die Richtung geht, körperliche Bestrafung oder komische Sexualität, ja, das ist immer wieder eine Retraumatisierung und bringt uns wieder dort genau in diese Ohnmacht hinein. Also das ist ein Sammelsurium von einem schmerzhaften Gedächtnis, dieser Schmerzkörper. Und diese toxischen Partner achten tunlichst darauf, dass wir immer wieder in die gleichen schmerzhaften Erfahrungen hineinkommen. Und die Dramaturgie, die diese dann darstellt, ist das, dass wir nicht aus dem alten Denken herauskommen können. Wir können ab dem Moment, wo immer dieser Schmerzkörper aktiv wird, erzeugen wir dann von selbst wieder neue Dramaturgie. Also wir kommen dann in etwas hinein, wo wir dann selber auch schon süchtig werden, die Schmerzkörper zu nähern. Aber anfänglich tut es der toxische Partner, weil Schmerzkörper können schlafen. Und die wecken sozusagen unsere Schmerzkörper wieder auf, aktivieren sie, auf Teufel komm raus. Und wir sind dann auch schon wieder in dieser Dynamik drinnen und wollen weiterhin Drama erzeugen. Also wir kommen in eine absolute negative Richtung. Wenn ich mich in diesem negativen Kreislauf befinde, dann haben wir kaum Möglichkeiten, zu Bewusstsein zu gelangen und uns gar zu heilen oder eben Regeneration im Körper herbeizuführen. Also wir bleiben die ganze Zeit im Sympathikus stecken. Und das ist ja das Phänomen bei toxischen Beziehungen, dass die Menschen am Ende ein körperliches und psychisches Wrack sind. Und das ist das Erstaunliche. Und warum das so viele Menschen noch immer nicht anerkennen oder sehen wollen, wenn es um Scheidung oder wenn es um Trennung geht, ist mir mittlerweile ein Rätsel.
weil dieses Thema ausführlich publik mittlerweile sein sollte. Das ist meines Erachtens nach ein völliges Ignorieren von Tatsachen, die bestehen. Also, wenn ihr eine Trennung anstrebt, wenn ihr in einer Isolation seid, wendet euch auch an Menschen oder auch an Anwälte oder Anwältinnen, die eine Ahnung von dieser Materie haben. Genauso auch Therapeuten, weil die werden auch sehr oft gelinkt. Und es ist gar nicht so leicht, also du musst wirklich schon sehr oft mit Paaren zusammengearbeitet haben, um gewisse Dynamiken zu erkennen, wo du merkst, okay, der oder die versucht dich jetzt gezielt zu täuschen. Es ist nicht einfach zu erkennen, wenn man damit noch nicht konfrontiert wurde. Möchte ich schon hier auch erwähnen. Ja, es heißt nicht gleich, ja, die lassen sich da blenden. Wenn man keine Ahnung von der Materie hat und selber da nicht tief mit eintaucht, weiß man ja gar nicht, was es für verrückte Sachen gibt. Und es gibt verrückte Sachen. Also seid euch auch bewusst, dass diese Schmerzkörper natürlich auch in euren Kindern genährt wird. Und das ist eine irrsinnige Dramaturgie. Also schaut, dass ihr euch an jemanden wendet. Wenn ihr selber das nicht schafft, rauszukommen, lasst euch einen Punkteplan erstellen, wie ihr da rauskommt. Wirklich strategisch, mit Datum, mit allem Möglichen. Lasst euch helfen oder überlegt euch das selber. Es gibt schon sehr viel Literatur auch und versucht da einfach rauszukommen, wenn nach mittlerweile über ein Jahrzehnt klärende Gespräche sich nie etwas verändert, dann wird sich auch nichts verändern. Und warum ihr euch nicht trennen könnt und dann wieder auf den Trip kommt, naja, ich gebe ihr oder ihm nochmal eine Chance. Es ist nur einfach die Sucht. Ja, und deswegen müsst ihr nachher noch immer Jahre, Jahre an den Menschen denken, so wie beim Alkohol. Also man spricht beim Alkohol davon, dass es durchschnittlich dauert 5 Jahre, bis dieses Dopaminsuchtgedächtnis eingedämmt wurde, ja, kaum ein Tröpfchen, jupp, wird es aktiviert. Das Suchtgedächtnis geht nicht verloren, leider. Und beim toxischen Partner ist auch. Schwupp, treffe ich jemanden anderen, bin ich schon wieder auf der Dopaminwelle. Und ich betreue wirklich Frauen, die einen schweren Entzug körperlich durchmachen. Es gibt einen körperlichen Entzug, wenn man die Absicht hat, sich von dem Partner oder von der Partnerin zu trennen. Und hier ist es auch, irgendwann einmal geht der Entzug vorbei. Der hilft dann vielleicht nicht mehr so viel Vitamin B, schon auch, wie beim Hang zum Alkohol. Aber es geht vorbei und irgendwann einmal kommt man dann zur Besinnung. Und dann hat man erst die Möglichkeit, überhaupt eine Rückschau zu machen. Was ist denn da abgelaufen? Da hat man dann erst die Möglichkeit, überhaupt das zu durchblicken, ja. Und deswegen kommen so oft diese Wiederholungen, wenn man gleich wieder rausgeht auf die Bühne und gleich wieder und zack, na klar, springt die Dopamin- und die Serotonin-Bombe wieder an. Und deswegen ist es wichtig, sich selbst einmal auf die Höhe zu bringen und selber endlich mal Glückshormone zu erzeugen. Selber wieder. Dann lernt unser Gehirn auch um und dann haben wir das alles nimmer mehr notwendig, was uns absolut in Negativität und in negative Schwingungen hineinbringt. Der Alkohol macht es auch. Man sagt, der Alkohol ist der Teufel. Und das stimmt. An dieser Stelle hoffe ich, dass auch dieses Video für dich eine Unterstützung war. Du kannst mich wie immer unterstützen, indem du mir einen Daumen hoch gibst, meinen Kanal abonnierst, ganz viele Kommentare schreibst, unten schaust in der Videobeschreibung, entschuldigen, was für Links gibt, da draufklickst, da alles nachschaust. Und ich möchte mich herzlich bedanken, dass du bis zum bitteren Ende durchgehalten hast. Alles Liebe, Bad Anthony.